Es sollte pünktlich 10 Uhr losgehen. Und so fanden sich auch in diesem Jahr vor dem Rathaus in Hohenmölzen zahlreiche Fahrradfreunde ein, um den Sonntagvormittag des 3. September gemeinschaftlich an frischer Luft zu verbringen. Also wir haben heute unsere 9. Rekaporatur. Immer am 1. September-Wochenende, Sonntag, fahren wir von Hohenmölzen, da ist der Hohenmölzner Markt, dort starten wir über den Mondsee, unseren Erholungspark hier, die Wandelgänge, dann nach Zeitz, Deupen auf dem Weg, einfach unseren Rekapo-Weg, die Tour durch die Zeitzeugen der Industriegeschichte. So ging es, beziehungsweise fuhr es, dann Richtung Sonnenschein, noch ein Stück durch Hohenmölzen. Gut, das Wetter ist uns in diesem Jahr hold. Wir haben über 25 Radfahrer, die die Tour mitmachen. Wir hatten auch schon mal 40, aber wir hatten auch mal plus 5 in dem Jahr, wo es geregnet hat. Also insofern sind wir sehr glücklich darüber, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind. Die erste Station, die der eigentliche Startpunkt des Rekabo-Radwegs ist, waren die Wandelgänge am Mondsee. Die kommen aus dem ganzen Revier, unsere Radler, auch aus den ehemaligen Orten hier, die wir in den Wandelgängen, an die wir hier in den Wandelgängen erinnern. Die Wandelgänge wurden auch in diesem Jahr um ein Stück erweitert. In einer kommenden Sendung wandeln wir für Sie die Gänge entlang.